Oh mein Gott, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Minecraft. Erstmal schlafen wir wieder, das hätten wir jetzt auch machen können, bevor wir die Aufnahme starten, aber was soll's. Gut, wir haben hier diese Weeping Vines. Die könnten wir hier mal an die Decke bappen. So, da können die wachsen. Was haben wir sonst noch? Knochen haben wir noch. Wo heben wir die auf? Ist das hier in der Kiste? Nee. Das ist hier in der Loot-Kiste. Wir sollten langsam dran denken, dass wir hier Schilder machen. Dann hätte ich zum Beispiel auch nicht vergessen, dass das Schießpulver in diese Kiste gehört. Okay. Dann haben wir hier Netherrack. Wo auch immer wir das hin tun. Hier ist noch ein leerer Behälter. Tun wir das da rein. Gut. So. Sehr gut. Was wir jetzt vielleicht machen könnten, ist uns Kühe besorgen. Wie wäre das? Dazu brauchen wir hier Weizen. Also diese Tintenfische sind einfach zu doof zum Leben, oder? Gut, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier das alles wieder aussehen. Weil nicht nur Menschen, also Spieler in diesem Spiel, aus Weizen Brot machen können, sondern auch Kühe, Schafe und andere Tiere sind wild nach dieser Pflanze. So, was wir aber brauchen, bevor wir hier Kühe herlocken, ist sowas ähnliches wie ein Gehege, wo wir die unterbringen. Und dazu räumen wir hier... Ah, shit. Räumen wir das hier nochmal frei. Geht schneller mit einer Schaufel, aber... Ja, geht einfach schneller mit einer Schaufel, kein Aber. Machen wir uns eine Schaufel, so viel Zeit muss sein. Wir haben ja hier genug Eisen herum liegen für Schaufeln. So. Guti. Machen wir das mal alles plan hier. Dass der Fußboden aus Erde ist, da können wir uns dann nachher drum sorgen, wenn das Gras hier angekommen ist in unserem Vorgarten. So, Dille. Gut, wie machen wir das Loch jetzt hier dicht? Mit Sand? Sieht gut aus. Wie gesagt, alles nur ein Provisorium.
Himmel, Herrgott. Okay. Wie sieht das aus? Großartig, ne? Ja. Woraus machen wir unseren Zaun? Machen wir den aus Holz oder aus polierten Deep Slate? Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee hier. So, mal gucken. Deep Slate Brick Wall. Deep Slate Tile Wall. So, dann können wir das hier gleich an die Wand anbauen. So, und hier machen wir dann quasi das Gatter hin. Allerdings können wir das auch ein bisschen breiter machen. Da ist ja noch jede Menge Platz hier. Dass wir dann vielleicht die Schafe dann hier unterbringen. Ist nicht so scheußlich viel Platz für Schafe dann, aber für den Hausgebrauch reicht's. So, okay. Das sieht schon gar nicht schlecht aus. Wie gesagt, wir brauchen Gatter. Und hier machen wir auch eins, damit wir hier... Warum erweitern wir das nicht hier bis zum... Das ist schon wieder ein Krake, der sich selbst umbringt. So, so, schauen wir mal. Blip, 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 blip. Da ist Holz. Okay, welches Holz nehmen wir denn mal? Wir haben Eichenplanken übrig, also nehmen wir einfach die. Das ist am sparsamsten. So, machen wir hier. So, wie viele brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nehmen wir mal 8, das sollte reichen. Können immer noch mehr machen sonst. Können wir hier vielleicht noch... Das sieht ja kacke aus. Okay. Das gefällt mir nicht. So, das ist gut. Okay, dann wollen wir hier mal Kühe reinlocken. Mit diesem Weizen hier. Und zwar unsere lieblichen Pilzkühe. Frage, wie wir das machen, am besten. Hier übers Festland und dann über die Brücke. Das wird möglicherweise am einfachsten sein. Hallo Kühe, ich hab Weizen. Oh, wenn die mir hinterher geschwommen kommen, dann könnte das auch klappen hier. Mal gucken, kommen die hinterher? Kommt ihr? Ihr seid super langsam, kann das sein? Ja. Okay, dann machen wir doch über Land. Da sind die schneller.
So, da ist eine Muko, die kommt mir hoffentlich hinterher. Ja, sehr gut. Eigentlich brauchen wir erstmal nur zwei. Oh, da haben wir schon drei, die uns folgen. Sehr gut. Hallo. Kommst ihr? Muss ich jetzt hier oben hoch, damit die hinterher kommen? Oh, jetzt toll. Okay. Das versuchen wir morgen nochmal. Jetzt ist erstmal zu dunkel, da kommen gleich wieder Monster. Sowas. Okay, versuchen wir es nochmal. Hier müssen noch irgendwo in der Nähe müssen noch Kühe sein. Kürbisse können wir mal ein bisschen, die werden im Weg sein gleich. So. Das klingt nach Kühen. Hier sind irgendwo Kühe. Ich höre es doch. Ein Händler. Moosblöcke. Moosblöcke sind großartig. Das Problem ist, ich habe nichts, was ich ihm geben könnte, weil ich brauche einen von diesen Smaragden hier und ich habe keine. Das ist jetzt natürlich ungünstig, weil die könnte ich wirklich gut gebrauchen. Aber naja. Ah, shit. Shit, shit. Gucken wir mal, wo wir unsere Kühe haben hier. Da stehen welche rum. Okay, und die können hier auch mir hinterherlaufen, ohne größere Probleme hoffentlich. Hallo Herr und Frau Kühe. So. Schon wieder eine verloren, oder? Naja. Ah ne, sind immer noch drei. Kommt ihr bitte, was ist denn los? Muss ich hier wirklich drum rumlaufen? So ein Unsinn. Hallo, hier, hier. Interessant für euch. Du bitte auch. Okay. So, wir haben tatsächlich drei Kühe hier reingekriegt. Das heißt, wir können jetzt Kühe züchten. Tada! Okay, das reicht erstmal. So.
Okay, jetzt hier oben den Balkon wollten wir noch bauen. Wir haben gerade welche von den Mauern hier übrig. Die passen wie Arsch auf Eimer, sage ich mal. So. Da können wir ein paar Fackeln draufsetzen. So, sehr schön. Okay. Gut. So, was können wir jetzt noch machen? Können es mit den restlichen Saatkörnern hier können wir uns noch ein wenig Knochenmehl machen. Ah, das ist schon Knochenmehl, okay. Okay. So, das sieht doch schon langsam nach einem Haus aus. Das Dach fehlt noch, aber da setzen wir irgendwas Passendes drauf. Ich bin mir noch nicht sicher. Gucken wir in der Zwischenzeit mal ein bisschen in diese Höhlen hier rein, was hier noch los ist. Ah, Skelette laufen hier rum. Okay, hier war ich doch schon, oder? Oh, da unten ist ein Spinnenspawner. Okay. Hier ist noch Gold, okay. Ist auch noch Gold. Eine Giftspinne, die sind kacke. Weil die einen vergiften. Ah! So ein Scheiß. Okay. Vergiftete Giftspinne. So, das ist ein Spinnenspawner, der wird unaufhörlich Spinnenspawnen, es sei denn, er ist gut beleuchtet, was wir hier mal versuchen sicherzustellen. Ich meine, wir könnten ihn auch kaputt machen, aber Spinnen droppen Fäden und können daher als wichtige Rohstoffe dienen. Rohstoff nachwachsende Rohstofflieferanten quasi in diesem Spiel. Okay. Guti. Überall alle Felder drumherum müssen beleuchtet sein, damit hier keine Spinnen erscheinen. Oh, super. Da ein Creeper. Wie schön.
toll, toll. Uff. Gerade noch so überlebt hier. Dann gucken wir mal, dass wir hier rauskommen. Oh, da oben. Okay. Hier unten. Eieiei, hier geht's tief runter, was? Fuck. Okay. Gott. Ein Creeper. Da wollen wir nicht hin, sage ich mal. Oh fuck. Ich glaube, es ist am sichersten, wenn ich mich hier rausgrabe. Ist noch eine scheiß Spinne, okay. Fuck! Ah, ich hänge in den Spinnweben, verdammt! Oh, Mann! Okay, also da geht's nicht raus. Da unten ist ein scheiß Skelett, das fehlt uns gerade noch. Wir graben uns einfach eine Treppe nach oben, fertig, aus. Oh, fuck. Was ist jetzt passiert? Ah! Und der Creeper. So. Fick dich. Okay. Das war dann die Monetization, wenn ich eine hätte. Wir brauchen Kohle, weil wir haben keine Fackeln mehr, die wir aufstellen können. Das ist ein bisschen problematisch. Aber Kohle war hier überall eigentlich. Mal gucken, ob wir welche finden, ohne dass wir totgehauen werden. Okay. Mhm. So, hier haben wir Ton und das heißt, das ist so gut wie draußen. Wunderbar. Ich hab's rausgeschafft! Das heißt, hier können wir mal wieder. Eisen haben wir nicht, aber wir haben Gold. Können wir mal wieder ein bisschen Gold. So. Okay, cool. Hm.
So, das tun wir wieder hier rein. Das Holz tun wir wieder hier rein. Das brauchen wir momentan auch nicht. Sand und Terrakotta. So. Naja, die können wir eigentlich in die Lootkiste machen. Genauso wie das den Faden. Irgendwo hatten wir auch Farbstoff hier. Da. Okay. Wo habe ich denn die Erde hingetan, sag mal? Das muss doch hier auch irgendwo sein. Ah, die war hier drin. Und dadurch, dass ich die aufgebraucht habe, ist sie hier natürlich nicht mehr drin. Okay, das macht Sinn. So. Können wir noch mal ein bisschen angeln hier. Das am laufenden Band bringen sich hier die Oktopusse um. Jetzt haben wir so ein bisschen die Notwendigkeiten haben wir schon geklärt. Wir können in Zukunft weitere von den Kühen züchten. Und da haben wir dann unser Nahrungsproblem quasi auch geklärt, weil dann brauchen wir, können wir entweder die Kühe halt schlachten und Rindfleisch essen oder wir können Brot machen hier. Ein Sattel. Oder wir können Pferde suchen demnächst. Jetzt habe ich einen Sattel. Und dann mal schauen. Also es gibt für die nächsten Folgen einige Optionen. Mal gucken, ob ich noch irgendwas Besseres hier rausangeln kann. Vielleicht eine bessere Angelroute. Wenn hier Sättel schon kommen, dann ist das ein gutes Zeichen. Hey, erstmal nur Fische. Mal gucken, ob ich die Schafe hierher kriege. Das wird, glaube ich, schwieriger, weil da ist ziemlich viel Wasser im Weg. Wie man gesehen hat, das mit dem durchs Wasser locken ist nicht so einfach. Schon wieder gerade ein Krake verlustig gegangen. Ach ja. Ist. Ach, da ist noch mehr. Das ist hier echt. Wenn ich wollte, könnte ich alles schwarz färben hier, weil überall landet diese Tintenfischtinte. Da ist noch mehr. Haben wir genug. Ups, jetzt bin ich ins Loch gefallen. Verdammt. Okay, also das war's. Dann würde ich mal sagen für heute.
Und dann schauen wir beim nächsten Mal, ja, wie wir weitermachen. Entweder wir gucken nach den Schafen, wir gucken nach Pferden, dass wir ein Pferd haben, zum ein bisschen die Gegend erkunden. Dann sollten wir eventuell vielleicht auch mal eine Zuckerfarm machen, weil aus diesen Zuckerrohrpflanzen hier kann man auch Papyrus machen. Und damit kann man dann Karten herstellen, die vielleicht ganz nützlich sind bei der Erkundung dieser weiteren Gegend. Gut, dann würde ich sagen, falls euch diese Folge gefallen hat oder falls ihr irgendwelche Änderungswünsche habt, schreibt mir gerne einen Kommentar. Ansonsten like das Video und keine Ahnung, empfiehlt diesen Kanal weiter. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt ob Leute außerhalb des Internets über YouTube-Kanäle sprechen. Ja. Gut, dann bis dann und auf Wiedersehen.